Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ihr denkt, dass... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Vergesst nicht auf... Kaiserlichen Glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das Person. Wahlgruuf gibt uns keine Klarheit. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen können jeden Augenblick zuschlagen. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle. Ja? Tatsächlich? Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Oh, was ist das? Ah, tapfer, eine solche Botschaft zu überbringen. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt. Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf... Besucher einstellen. Ich erwarte in nächster Zukunft einige Aufregung in der Stadt Weißlauf. Seid vorsichtig da draußen. Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Die Sturmäntel sind hier. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Redet. Das ist der entscheidende... Nun, es geht um... Mögen die Götter über eure... Für was? Verzeihung?
Ihr habt die Axt zurückgebracht. Ich wusste, dass dies seine Antwort sein würde. Gleich nach eurer Abreise habe ich General Tullius benachrichtigt, der so freundlich war, uns einige seiner Truppen und Legat Scipius hier zur Verfügung zu stellen. Soll Ulfric doch versuchen, an unseren vereinten Streitkräften vorbeizukommen. Ich überstelle euch wieder der Armee. Legat Scipius wird Verwendung für euch haben. Mögen die Götter uns beistehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Nehmt euch einen Moment Zeit, um zu kommen, Soldat. Aber... Atmen! Die Außenmauer... Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Sie haben Katapulte. Verdammt! Wo haben sie die Katapulte her? Als ob die Stadtmauer nicht schon brüchig genug wären. Meine Kundschafter berichten mir, dass sie mit Feuer laden. Er will also meine Stadt erobern und die Mauern unversehrt lassen. Die Männer werden in den Flammen kämpfen. Meine Männer kennen keine Furcht. Ich mache mir viel mehr Sorgen um diese kaiserlichen Milchbubis. Wenn es euch lieber ist, dass ich meine Männer nehme und gehe? Nein, natürlich nicht. Aber bitte enttäuscht mich. Die Sturmmäntel sind hier. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Das ist der entscheidende Augenblick. Wir müssen die Stadt halten. Bewegung! Soldat. Und seine Bewohner. Indem wir das Geschwür dieser Rebellion herausschneiden, werden wir dieses Land wieder gesund machen. Alles bereit machen! Hierhin!
Ich frage mich, wie viele von uns glauben, dass sie zu den Glücklichen gehören, die überleben werden. Wir sind auf der Mauer. Niemand muss etwas. Verdammt! Hey! Lass mal mit. Alle mal hören. Der Jarl möchte etwas sagen. Ich stehe auf eurer Seite! Sonnt euch in dem Sieg, den ihr heute errungen habt, so wie die Götter sich in eurer Ehre sonnen. Sie singen bereits von eurem Mut und eurem Können. In den Hallen von Sofengerde erschallen ohne Zweifel Lobpreisungen zu euren Ehren. Indem ihr diese Sturmmantelverräter bezwungen habt, habt ihr ihnen die Sinnlosigkeit ihres Tuns aufgezeigt und die Überzeugungen in euren Herzen. Die Bürger von Weißlauf stehen für immer in eurer Schuld. Doch Ulfric wird hier nicht Halt machen. Nein, er wird auch weiterhin alle wahren Nord angreifen, die dem Kaiserreich treu bleiben. Er wird auch weiterhin Zwietracht und Chaos säen, wo er nur kann.
Und so müssen wir alle den Kampf gegen diese Aufrührer fortsetzen, auf dass unsere gefallenen Brüder nicht umsonst gestorben sein mögen. Unsere Ehre gebietet es, diesen blutrünstigen Bestien zu verbieten, sich auf unserem Grund und Boden herumzutreiben. Weiter so, Männer! Ihr habt meinen Dank und meinen Segen für Weißlauf, für das Kaiserreich! Ha! Ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich mehr getötet habe als ihr. Ich habe mitgezählt. Klingen euch auch noch die Ohren? Ich hoffe, das geht vorbei. Sehen die Farben für euch leuchtender aus? Es wirkt auch alles größer. Seltsam. Alles in allem lief es doch ganz gut. Ich fühle mich so lebendig. Ich habe meist mit... Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Durch unseren Sieg über Ulfric bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion. Ich befördere euch zum Quästor. Nehmt diese Klinge. Ein Symbol für eure neue Position und Verantwortung. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Und so halte ich das auch. Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. Ich habe spezielle Pläne für euch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pale. Ricker hat wichtige Aufgaben für euch und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Für das Kaiserreich. Habt ihr eine Meldung? Wart ihr schon beim Blauen Palast?
Quästor. Habt ihr eine Meldung für mich? Ihr müsst dem Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern gefälschte Befehle zukommen lassen. Aber zuerst müssen wir an Befehle der Rebellen kommen, damit wir die Fälschungen herstellen können. Die Gasthäuser zum Nachttor und Kerzenscheintaverne sind beliebt bei Kurieren der Sturmmäntel. Versucht einen der Gastwirte zu überreden, euch zu helfen. Egal wie ihr es anstellt. Besorgt mir diese Dokumente. Aber tut nichts Unüberlegtes, wenn ihr in Windhelm seid. Nun, Soldat, könnt ihr das für mich tun? Solange die Rebellen bereit sind, im Kampf gegen das Kaiserreich zu sterben, müssen wir ihnen diesen Gefallen wohl tun.
Ich grüße euch, werter Reisender. Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier entfernt. Möge euer Weg... Der Wind weht hier bitter kalt. Ich heiße euch willkommen, Freund. Wie kann ich euch behilflich sein? Nein, ganz im Gegenteil. Die Soldaten sind einige unserer besten Kunden, denn wir liefern ihnen Vorräte und Waren, die sie auf keine andere Weise bekommen könnten. Es war Isards Idee, jetzt hierher zu kommen, während sich das Land in Aufruhr befindet. Wo andere nur Gefahren sahen, witterte er eine Chance. Ich hoffe, ihr wiederum mit uns zu handeln. Ah, hallo, Reisender. Seid ihr wegen des Essens im Nachttor oder wollt ihr hier übernachten? Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Nun, wenn ihr darauf besteht. Er war gerade noch hier. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Wenn ihr irgendetwas braucht, dann ruft mich einfach.
ich kann es warten, noch einen von Ulfrichs Jungs zu töten. Sehr gut. Dann sehen wir mal, was ihr da habt. Interessant. Sie wissen mehr über unsere Pläne, als ich vermutet hatte. Scheinbar braucht Festung Dunstadt Verstärkung. Wir werden dafür sorgen, dass sie die ganz sicher nicht bekommt. Moment, ich korrigiere diese Dokumente kurz. So, das sollte reichen. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern erreichen. Das wird ihn verwirren und uns ein wenig Luft verschaffen. Dann gehe ich mal. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir hier mit unserer... Ich habe über 35 Jahren in Dämmerstern das Sagen. Kemp, haltet die Augen offen. Tatsächlich? Ich erkenne euch nicht. Warum tragt ihr nicht die Uniform der Sturmmäntel? Das ist wohl richtig. Gute Idee. Also gut. Mal sehen. Gut, offenbar ist die Verstärkung für die Festung unterwegs. Und wir haben auch Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Ausgezeichnet. Es ist nicht einfach, Botschaften zu überbringen, wo es in der Gegend doch nur so von kaiserlichen Kundschaftern wimmelt. Gut gemacht. Wieso genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im windigen Gipfel, ehe ihr euch auf den Rückweg macht? Also gut. Skald, ich hätte eine Bitte, wenn ihr erlaubt.
Questor. Habt ihr eine Meldung für mich? Euer Ziel ist Festung Dunstadt. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Also, nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Mein Vater war in der Armee. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Und dann war da noch diese Uhr.